Ciao, Oliver. Best regards. Abschied vom Posten zwischen den Pfosten. Auch in seiner letzten Saison wieder viele Extremsituationen. Diese letzten Minuten waren schon Wahnsinn, wo letztlich alles möglich ist. Und er Etappe war auch unglaublich. Also ich kann mich nicht erinnern, so ein Spiel jemals in meinem Leben auf diese Art und Weise trotzdem noch irgendwie umgedreht zu haben. Das war fantastisch. Eine neue Gelassenheit bei den Dingen des Lebens. Da ist das Ding! Zwei Titel zum Abschied. Doch Erfolge, aber auch Tiefpunkte sind Geschichte. Die bitterste Enttäuschung, WM 2002. Er hält alles, was zu halten ist, außer im Finale. Der Titan bekommt menschliche Züge. Seine Karriere nun auf die WM 2006 ausgerichtet. Doch er wird zur Nummer 2 degradiert. Natürlich keine einfache Situation, wenn man sehr hart gearbeitet hat und dann natürlich erfährt, dass man sein persönliches Ziel nicht erreicht hat. Kahn beweist Größe und fliegt in die Herzen der Fans. Das ist schon einer der ganz, ganz wirklich, wenn nicht der größte Moment überhaupt, an den ich mich emotional erinnern kann. Abschied nach 86 Länderspielen und nun auch Abschied vom FC Bayern. Wenn man die Pokale so sieht, wird man immer mit Erinnerungen konfrontiert. Und wenn ich die Meisterschale sehe, dann kommt mir sofort die Meisterschaft in Hamburg damals ins Gedächtnis, als wir durch den Schuss von Patrick Andersson in letzter Sekunde in der 94. Minute deutscher Meister wurden. Das Ungewöhnliche bei Kahn, Normalfall. Champions League. Kommt mir sofort 1999 in den Sinn, als wir ihn verloren haben. Niederlage in der Nachspielzeit gegen Manchester. Und dann 2001 den Sieg gegen Valencia. Held im Elfmeterschießen, der Höhepunkt seiner Laufbahn. Und so hat jeder Pokal, aber auch der Weltpokal oder jeder Pokal oder DFB-Pokal, den man sieht, mit dem verbindet man sofort, das ist schon interessant, sofort irgendetwas, was dann sofort in einem hochkommt. Einer der besten Torhüter aller Zeiten tritt ab. Der, der immer sagte, immer weiter, hört auf. Für immer. Er hat viele Titel gesammelt, aber nur einer hat den Titel Ich. Erfolg kommt von innen. Aber wie sieht es in seinem Inneren aus? Wie geht ein Rekordchampion mit dem Karriereende um? Für Oliver Kahn beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben, einem Leben ohne die Gefühlswelten auf dem Platz. Diese Erlebnisse, die einem nur der Fußball geben kann, diese emotionalen Erlebnisse, das wird nie mehr in meinem Leben auf diese Weise passieren. Das ist etwas, womit ich mich jetzt zurechtfinden muss. Das ist etwas, was ich akzeptieren muss. Und das ist das Schwerste an der ganzen Geschichte. Niemals aufgeben, schon immer sein Motto. Der Glaube an die eigene Stärke, für ihn die Erfolgsstrategie. Keine Kraft,
kann so stark sein wie die Kraft, die aus uns selbst kommt, die Motivation, die ja letztlich dann den Willen bildet, die letztlich dann auch die Leidenschaft mit sich bringt. Alles das sind Faktoren, die in uns sind, die intrinsisch sind. Ein Mann der Emotionen, ein Grenzgänger, der polarisiert. Ich glaube, das, was ich dem Zuschauer da gegeben habe oder was er sicherlich gespürt hat, das ist einfach die Leidenschaft, die Liebe, der Wille. Das ist, denke ich, sind die Haupteigenschaften, die man mit mir, glaube ich, auch vielleicht in ein paar Jahren noch verbinden wird. 20 Jahre ein Kampf gegen sich selbst. Ein Extremsportler unter den Fußballern. Zur Heldenfigur gemacht und als Titan bezeichnet. Jetzt, wo ich schon ein bisschen Abstand gewonnen habe, ist das für mich natürlich schon ad acta gelegt. Ja, es gibt jetzt keinen Titan mehr, sondern es wird jetzt einen anderen Menschen geben, der sein Wettkampf-Ich so in dieser Form nicht mehr so benötigt. Der neue ZDF-Fußballexperte, die ehemalige Nummer 1, fängt beim zweiten an. Mit dem zweiten. Au! Sorry. Mit dem zweiten sieht man besser.